Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es von uns ein kleines Halloween-Special. Und zwar werde ich euch in diesem Video drei tolle Ideen zeigen, die ihr auch mit Kindern zubereiten könnt. Und zwar für euer gruseliges Halloween-Buffet. Heute gibt es zum einen gruselige Eier mit Spinnen drauf. Es gibt gruselige Mumien aus dem Backofen und es gibt blutunterlaufene Augen. Das Ganze klingt ziemlich eklig, aber es schmeckt natürlich alles super lecker. Das sind drei herzhafte Rezepte, die ihr wirklich super einfach zubereiten könnt und auch gar nicht viele Zutaten benötigt. Ich starte jetzt sofort mit der ersten Idee. Das sind nämlich die Eier, die Spinneneier. Und dafür zeige ich euch mal, was ihr dafür vorbereiten müsst. Für die Gruseleier habe ich schon mal 6 Eier hart gekocht und habe sie mit kaltem Wasser abgeschreckt. Jetzt habe ich hier nochmal Wasser im Topf und gebe da jetzt Lebensmittelfarbpaste rein. Da könnt ihr jetzt die Farbe eurer Wahl nehmen. Ich nehme jetzt einfach schwarz. Braucht man auch gar nicht viel. Ihr könnt aber zum Beispiel auch mit Blaubeersaft oder roter Betesaft oder auch anderen Fruchtsäften färben, die eben eine starke Farbe haben. Jetzt ist das Ganze schön schwarz. Und jetzt nehme ich die Eier und klopfe sie einfach so ein bisschen auf die Arbeitsfläche. Aber die Schale wird jetzt nicht entfernt, sondern einfach nur angebrochen, damit die Farbe durch die Schale durchdringen kann. Das sind die Gruselgeräusche. Und dann lege ich die Eier einfach wieder ins Wasser. Und jetzt lasse ich die Eier so einfach 4 Stunden ziehen, damit sie die Farbe annehmen können. Die Eier sind jetzt schön durchgezogen. Ich habe das Wasser jetzt auch schon weggegossen und jetzt kommt natürlich die Füllung. Ihr kennt vielleicht das Rezept auch als russische Eier. Das heißt, ihr könnt jetzt mit dem Eigelb sozusagen eine Creme, eine Paste machen und die wirklich auch nach Geschmack abwandeln. Ich zeige euch jetzt mal meine Version. Für die Eier brauche ich 1/2 Teelöffel Wasabi, 2 Teelöffel Senf, 100 Gramm Frischkäse in Doppelrahmstufe, ein paar Oliven, Salz und Pfeffer. Jetzt werde ich zuerst einmal die Eier schälen. Papas Tipp. Einmal in der Hand rollen. Wow, irgendwie sehen die kaputt aus, aber irgendwie auch gruselig. Murats Tipp, lasst sie 3 Wochen stehen, dann sehen sie auch so aus, ganz ohne Farbe. Jetzt kann ich die Eier längs halbieren und dann das Gelbe herausnehmen und das gebe ich dann einfach mit zum Frischkäse dazu. Das Eigelb könnt ihr jetzt mit dem Frischkäse ein bisschen zerdrücken. Und hier könntet ihr zum Beispiel auch Schmand oder Joghurt oder saure Sahne nehmen. Da kommt jetzt noch Senf mit dazu und auch der Wasabi. Und ich habe jetzt hier einen süßen Senf, also einen Feigensenf gewählt. So einen selbstgemachten von der Ingrid. Den bekommen wir hier immer aus der Region. Und dann kann ich das Ganze noch mit Salz und Pfeffer würzen. Und die Paste muss jetzt einfach ganz, ganz schön geschmeidig gerührt werden und so ein bisschen verstrichen werden, damit ich es gleich auch durch den Spritzbeutel durchbekomme. Die Masse habe ich jetzt in einen Spritzbeutel mit einer Sternhülle gefüllt. Ihr könnt aber auch einen Gefrierbeutel nehmen oder das Ganze auch mit einem Löffel drauf spritzen. So haben wir einfach eine richtig schöne Form. So können die Eier jetzt gefüllt werden. Und ich habe jetzt ein paar einfach mal umgedreht, damit ihr das schöne Muster erkennen könnt. Und jetzt könnt ihr das Ganze nochmal verschönern mit Spinnen. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Spinnenliebhaber, aber egal. Ich habe jetzt hier eine halbe Olive. Und hier habe ich Oliven noch in kleine, dünne Füße geschnitten. Und die können wir jetzt hier draufsetzen. Ich bin kein Spinnenfan und kein Liebhaber, aber ich glaube, Spinnen haben 8 Beine. Richtig? Jetzt sind die Eier fertig. Die stelle ich jetzt so lange in den Kühlschrank und werde euch jetzt zeigen, wie man gruselige Mumien herstellt. Für den Hefeteig brauche ich 250 Gramm Mehl, einen Esslöffel Trockenhefe, 130 Milliliter warmes Wasser, einen halben Teelöffel Salz und Zucker und 3 Esslöffel Olivenöl. Ich nehme jetzt das Mehl und werde jetzt den Teig einfach mal mit der Hand verkneten. Das geht auch super schnell. In die Mitte kommt eine Mulde. Da gebe ich jetzt die Hefe mit rein. Ihr könnt auch frische Hefe benutzen, aber Trockenhefe hat man eben auch immer auf Lager. Dann ein wenig Wasser
und verrühren. Hier kommen jetzt noch Salz und Pfeffer mit rein. Und dann kann ich mit dem restlichen Wasser einfach den kompletten Hefeteig verrühren. Zum Schluss kommt jetzt noch das Öl mit dazu und dann knete ich den Teig einfach für etwa 2 bis 3 Minuten. Jetzt formt ihr den Teig zu einer Kugel und dann gebe ich ihn in eine Schüssel, decke ihn ab und lasse ihn für etwa eine halbe Stunde bis Stunde aufgehen. Der Teig ist jetzt gut aufgegangen und den kann ich jetzt einfach ganz dünn ausrollen. Und jetzt könnt ihr den Teig in Streifen schneiden, entweder mit einem Messer oder mit einem Pizzarad. Ich nehme jetzt das Bicyclette, weil es 5 Klingen gleichzeitig hat und ich einfach somit schneller arbeiten kann. Und jetzt nehme ich immer einen Teigstreifen und hier habe ich bereits Würstchen. Das sind Murats Lieblingswürstchen, vom Türken holt er die immer. Und die kann ich jetzt so ein bisschen damit einwickeln. Und zwar so, dass oben ein bisschen beim Gesicht sozusagen was frei bleibt. Da gucken nämlich später noch die Augen raus. Und der Rest wird einfach so drumherum gewickelt. Muss auch gar nicht so sorgfältig sein, denn Mumien sind nicht immer sorgfältig eingewickelt. Und die kann ich dann hier auf ein Blech legen. Und so kommen jetzt die armen Würstchen, die Mumien, in den vorgeheizten Backofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze für etwa 12 bis 15 Minuten. Ich schaue einfach und nehme sie dann heraus, wenn sie schön goldbraun sind. Ihr arme Würstle. So sehen die Mumien jetzt aus nach dem Backen. Ihr könnt sie jetzt gerne schon so lassen oder noch mit Augen verzieren. Ich habe jetzt hier einmal eine Version mit gelben Augen. Die sehen ziemlich gruselig aus. Könnt ihr zum Beispiel aus Senf machen oder auch aus Zuckerschrift. Zuckerschrift ist zwar süß, aber ich finde, es passt trotzdem. Oder ihr könnt eine Comic-Variante machen mit diesen Zuckeraugen. Die habe ich einfach mit ein bisschen von der Zuckerschrift angeklebt. Aber da könnt ihr auch einen Tupfen Senf oder so drunter machen. Ich mache jetzt einfach beide Versionen, weil ich beide sehr lustig finde. Die Mumien sind jetzt fertig. Jetzt kommt unsere dritte Idee und zwar sind es die gruseligen Augen. Dafür brauchen wir wirklich nur ganz wenige Zutaten. Hier haben wir ein paar Babybell, also Käsebällchen. Wir haben ein paar Olivenringe und einfach Lebensmittelpaste und etwas Ketchup. Hier nehmen wir jetzt die Babybell und malen jetzt mit der Lebensmittelfarbpaste mit einem Pinsel ganz kleine, dünne Äderchen drauf. Das ist ein bisschen gruselige. Ja, wie so blutunterlaufene Augen, gell? Oder Beispiel einer Sauer. Mama, darf ich das auch machen? Deine sind eh schöner. Und ich nehme so lange die Olivenringe. Die kommen nämlich hier drauf. Und die Mitte fülle ich dann noch mit etwas Ketchup. Fertig, jetzt haben wir auch die dritte Idee und jetzt zeigen wir euch gleich mal unser Buffet. Wir sind jetzt fertig und Murat steht schon in den Startlöchern zum Probieren. Samira, möchtest du eine Mumie probieren? Ja. Kann ich die Mumie probieren? Du darfst die haben. Komm, du kriegst die gruselige, Samira kriegt die hier. Und hier haben wir noch die übrige. Was ist das gelbe Senf? Man kann es mit Senf machen, wir haben jetzt Zuckerschrift einfach genommen. Aber ist schon nicht schlimm. Anstatt jetzt? Ja. Okay. Ich würde Senf wir hatten kein, ja, wir hatten halt keinen Löwensenf da. Weißt du, ja. Diesen? Ja. Deswegen haben wir hier auch ein bisschen den süßen Senf rein. Aber der mittelscharfe Senf passt natürlich besser. Probier. Ja. Und? Schmeckt's, mein Schatz? Die sind immer gut, gell? Boah, ich liebe das immer wieder. Ehrlich. Ja. Kannst du noch die Augen probieren? Ich meine, gut, bei den Augen gibt es nicht viel zu probieren. Also Babybell schmeckt immer gut. Ja, darf ich auch eins? Darf ich auch noch? Ja, aber es ist halt eine coole, gruselige Idee. Ups, das Ei ist umgefallen. So.
Magst du noch die Senfeier probieren? Mhm. Das sieht aus, haben wir vorhin festgestellt, wie so ein bisschen Gehirnmasse. Also Senfeier schmeckt immer cool. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt da den Feigensenf drin, aber man müsste eigentlich einen mittelscharfen Senf nehmen. Würde mir besser schmecken. Und Wasabi haben wir drin. Olmio, Mo. Es geht nicht mehr, sagt sie. Olmio. Okay. Ach, Schatz, wir gehen gleich in die Badewanne. Ja, ich mach dir das jetzt. Aber schmeckt echt super. Tolle Idee. Ich gehe gleich in die Badewanne, weil Ella hat mir Sand auf den Kopf gespissen. Na toll, also müssen wir jetzt alle in die Badewanne. Mhm. Ich finde, das waren richtig coole 3 Rezeptideen für eure nächste Halloween-Party. Falls ihr sie nachmacht, dann schickt uns gerne ein Foto auf Facebook oder Instagram, markiert uns. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Für den Geburtstag. Ja, für den Geburtstag ist auch cool. Mhm. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mama, guck mal. Tschüss. Ich habe jetzt schon ganz viel Blut. Guck mal, Mama, guck mal. Ah, Gehirn mit Augen. Oh, Samira, du bist so cool. Mhm. Du sollst ja nicht die Augen öffnen. Ja. Gleich wäre mein Auge blutunterlaufen. Warte, Ella, du kriegst auch noch so ein Ring. Oh. Guck mal. Oh. Oh. Oh, oh. Komm, ich wisch's weg. Ist kein Blutschatz, gell? Ist nur Farbe. Bin ich jetzt eigentlich rot im Gesicht? Ja.